Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Gegen den FC Bayern geht als nächstes in der Champions League im Halbfinale. Unsere Mannschaft ist nicht topfit, aber trotzdem müssen wir ran und da kann man sich jetzt nicht irgendwie vorher noch schonen, denn wir haben gegen wen haben wir gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Ach doch, genau, gegen Everton, das Pokal-Halbfinale. Also ja, momentan sehr viel Finalstimmung und die muss auch heute aufkommen. Wenn es ideal läuft gegen Bayern, dann könnte man auf jeden Fall schon mal ja, einen großen, 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 großen Schritt machen. Reinholz. Lustigerweise habe ich in meinem Wolfsburg-Karrieremodus einen, der auch Reinholz heißt. Der ist aber eigentlich schon 17, hat aber auch Forster-Skills, aber linker Flügelspieler, aber hat auch schon 75 oder 76. Weiß ich gerade gar nicht. Aber egal. Morrison geht auf die 10 für Cabella. Auf die linke Seite, ich würde ungern Coman spielen lassen, muss ich aber wohl, weil Ben Arfa wirklich nicht fit ist. Geis geht dann auf die 6 zusammen mit Sippel. Unsere Standard-6er Laporte will ich ungern rausnehmen, vor allem weil Nastasic nicht gut in Form ist, aber machen wir mal, Rüdiger. Ach Mensch, Haidara kann dafür wieder raus und Santon kommt rein. Da ist er. Ja, und mit der Elf werden wir dann antreten gegen die Bayern. Ich bin... Ach. Ja komm, nee, Laporte anstelle von Rüdiger, weil Laporte einfach besser ist. Und gegen die Offensive bei Bayern brauchst du das. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Ich wünsche mir selber viel Glück, euch viel Spaß und bis gleich. Champions League Halbfinale zu Gast beim großen FC Bayern München war Newcastle United in der Allianz Arena und da wollte man sich in eine gute Lage versetzen fürs Rückspiel zu Hause im St. James' Park. Ob das klappen sollte, das war die große Frage gegen den riesigen Favoriten aus München. Die hatten sich mit einem Sieg für Milan fürs Halbfinale ja qualifiziert. Newcastle ja mit dem grandiosen Spiel gegen Sevilla ins Halbfinale eingezogen. Regnerisch Wetter in der Allianz Arena. Allerdings, die Bayern-Fans ließen sich davon nicht unterkriegen. Wunderbare Choreografie vor dem Spiel, wie so oft in der Champions League, die Schickeria in absoluter Bestform und die Startelf von Bayern auch in absoluter Bestform. Wenn man sich die mal anguckt, das ist schon ganz schön beeindruckend, genauso wie halt auch diese Choreografie. Bei Newcastle zwar auch gute Spieler, aber natürlich nicht mit der Weltklasse von Bayern konkurrierend, normalerweise. Allerdings schreibt die Champions League genauso wie der Pokal immer seine eigenen Gesetze. Wir schauen uns erstmal die Aufstellung von Bayern an. Neuer, Lampard, Schuber, Benatia, Martinez, Alaba, Thiago, Schweinsteiger, Müller, Lewandowski und Götze. Man merkt, sie spielen mit Fünferkette. Das war überraschend, denn so defensiv hatte man Bayern nicht eingeschätzt. Trotzdem, naja, es muss das nichts heißen, denn auch offensiv natürlich mit Müller, mit Lewandowski, mit Schweinsteiger, mit Götze ein sehr, sehr großes Potenzial. Newcastle auf der anderen Seite mit Trabian, Madden, Asatic, Laporte, Santon, Sippel, Geis auf der Doppel-6 und vorne, wie gewohnt, Niang, Morrison, Coman, hinter Wissam, Ben Yedder. Also das gewohnte 4-2-3-1, das sollte relativ schwierig werden, denn eine Fünferkette ist vor allem mit so einer Formation nicht unbedingt leicht zu brechen und wir gehen einfach mal, naja, auf Manuel Neuer ein bisschen genauer ein, denn der momentan Welttorhüter so gut wie wiedergewählt worden. Philipp Lahm momentan in der Top 11 für das Team des Jahres nominiert. Also das lief bei Bayern, anders als bei Newcastle. Da hatten sie zwar gute Spieler und gute Nachwuchsspieler wie hier Sippel, allerdings natürlich nicht von diesem Weltklasseformat. Und das merkte man auch in der Partie. Die erste Chance hatte aber Newcastle und zwar über den starken Ravel Morrison. Der setzt sich hier wunderbar durch gegen Thiago, der kommt nicht hinterher. Der Schuss aus der Distanz und Neuer muss das erste Mal eingreifen. Allerdings noch nicht gefährlich, diese Situation vom Engländer. Die nächste Situation dann für Bayern. 8 Minuten gespielt, die Ecke in die Mitte, da ist Götze, gewinnt das Kopfball oder irgendwie und da macht Geis den Fehler, Geis und das ist dann das 1:0. Mario Götze mit dem Führungstreffer nach 8 gespielten Minuten, die Schickeria natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Was da passiert war, das konnte sich die komplette Hintermannschaft von Newcastle überhaupt nicht erklären, denn Geis, naja, der kann den Ball dann nicht richtig wegschlagen, irgendwie springt Trapp dazwischen und Götze nutzt das dann einfach aus, staubt ab zum 1:0 nach 8 gespielten Minuten. Natürlich schön für den FC Bayern, nicht so gut für Newcastle, denn die mussten jetzt gegen das sehr defensiv aufgestellte München kommen. Wenn man sich das nochmal anguckt, das war wirklich ziemlich bitter, wie dieses Tor gefallen ist. Bayern machte weiter, die spielten weiter gut nach vorne und machten Druck. Müller mit dem Ball nach vorne in die Spitze auf Schweinsteiger, der versucht mal mit dem Hakenpass auf Müller, der mit dem Schuss mit links, der Ball gegen den Pfosten und Schweinsteiger muss diesen Ball im Tor unterbringen. Aus gerade mal 5 Metern schießt er den Ball tatsächlich am Tor vorbei. Zwar schwierig zu nehmen, weil überraschend und Volley, aber trotzdem muss der sitzen. Dann Newcastle mit Morrison im 16er, Martinez mit der unnötigen Grätsche und es gibt den Elfmeter in der 35. Spielminute. Der Spanier da im Zweikampf mit dem Engländer ja vollkommen unberechtigt und vollkommen unnötig in den Zweikampf gegangen. Neuer wäre wohl da gewesen, hätte den Ball gehalten, aus dem spitzen Winkel sowieso sehr schwer abzuschließen. Aber so gibt es halt den Elfmeter, den 4. in Folge für Newcastle in einer Partie und dementsprechend jetzt die Chance für Wissam Ben Yedder hier den Ausgleichstreffer zu machen. Und das wichtige Auswärtstor, das könnte wirklich wichtig werden, denn mit einem 0:0 im Rückspiel wäre man dann theoretisch weiter, beziehungsweise allgemein dürfte man einfach kein Tor kassieren zu Hause. Und das war ja nicht unbedingt die Spezialität. Allerdings, naja, ist es jetzt nun mal die Aufgabe von Newcastle. 1:1 durch Ben Yedder, 37. Spielminute der Franzose mit seinem nächsten Tor in der Champions League. Er ist
sehr erfolgreich in diesem Wettbewerb, Jahr für Jahr wieder. Und naja, diesmal zeigt er einfach, was er so kann. Neuer chancenlos, wie immer genau in die gleiche Ecke geschossen und dementsprechend der Ausgleich. Sie machten weiter, sie versuchten einige schöne Trickpass von Morrison. Die Flanke in die Mitte, aber eine Fünferkette ist halt nun mal sehr solide. Dementsprechend kein Problem für Manuel Neuer, diesen Kopfballversuch von Meunier dazu halten. Dann kam wieder Bayern kurz vor der Halbzeit nochmal vor das Tor von Newcastle, von den Magpies. Der Ball auf Müller, gute Parade und Lewandowski haut den Ball über den Kasten, wie auch immer er das gemacht hat. Ebenfalls genau wie Schweinsteiger muss er diese Chance reinmachen. Vor allem ein Lewandowski, ein Stürmer mit Weltklasseformat. Aber Trapp springt auch vergeblich, denn der Ball geht übers Tor. Danach war Halbzeit, es blieb beim 1:1 zunächst zwischen den Magpies, die hier gut auftraten. Besser als erwartet gegen starke Münchner, die vor allem in der Offensive bisher zu uneffektiv waren, aber schon große Chancen. Dann in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Und zwar mit dem Eckball in der 56. Minute ungefähr. Die Ecke von Lahm in die Mitte gebracht und der Ball wird rausgefaustet. Da ist Lewandowski mit dem Schuss. Götze nochmal mit dem Kopfballversuch, aber es bleibt beim 1:1. Und dann versuchten sie es immer weiter. Thiago und der Schuss, wunderbar gehalten von Kevin Trapp im Tor. Der Deutsche hat die Erfahrung mit den Bayern und das beweist er hier eindrucksvoll. Martin ist mittlerweile mit nach vorne gekommen. Die wollten in den Siegtreffer. Wieder klasse Parade von Trapp. Und dann kann Geis den Ball im letzten Moment vor dem eingewechselten Claudio Pizarro wegnehmen. Das ist in der 90. Minute und das war die letzte Szene der Partie. Es blieb beim 1:1. Geniale Ausgangsposition für Newcastle. Im Rückspiel eine große Chance, ins Finale einzuziehen. Bayern offensiv zwar schlagkräftig, aber nicht effektiv. Das ist enttäuschend. Die müssen auf jeden Fall ein Tor schießen im St. James' Park. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie wir es geschafft haben, 1:1 zu spielen, aber ich weiß, dass ein 0:0 uns reichen würde, um ins Champions League-Finale einzuziehen. Überlegt mal, ich meine, wir wären natürlich nicht mehr Meister, aber trotzdem, wir können ins Champions League-Finale kommen, wie krass das wäre. So, das ist alles nicht interessant, was wir hier haben. Und zwar überhaupt nicht. Pressekonferenz, das wiederum schon. Wir spielen nämlich gegen Arsenal und die sind direkter Konkurrent, deswegen müssen wir uns loben. So, 2 Tage Pause nur, das heißt, unsere Topspieler werden nicht 100%ig fit sein, was nicht schön ist, aber was, womit man leben muss und kann. So, dann spielen wir nämlich folgender genau, Cabella auf der Linksverteidigerposition, wahrscheinlich, oder? So, auf links kommt nämlich Santon wieder hin. Nein, Haidara. Nicht er, nein, Haidara, so. Laporte kommt jetzt mal raus, der kriegt seine Pause. Yanga Mivas Form ist wieder neutral, deswegen packen wir den dahin. Anita kann wieder spielen und Smith bekommt mal wieder einen Einsatz. Janwart geht raus, Götz kriegt mal wieder eine Chance. Niang geht raus, Oxlade-Chamberlain kommt rein und Ben Arfa kommt rein für Ben Yedda. Dann machen wir das so und so. Nein. Hey. So und so. Gut, das sieht doch relativ in Ordnung aus. Ich denke mal, so kann man in die Partie reingehen. Ich bin sehr gespannt. Wie immer, Standardfloskel. Aber trotzdem, wie wir uns gegen Arsenal schlagen werden. Wir haben ein Spiel weniger. Wir können an Arsenal vorbeiziehen auf Platz 4 zurück. Und Arsenal hat danach sogar ein Spiel mehr als wir. Also, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wir müssen halt jetzt trotzdem gewinnen. Cardiff ist immer noch so weit oben. Das ist unfassbar. Und die haben nur 42 Tore geschossen. Aber Gottes Willen, ne? 12 Unentschieden, 15 Siege. Na gut, dann mal los, würde ich sagen. Ab in die Partie, viel Spaß und bis gleich. Nach dem starken Auftritt in der Champions League beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München musste Newcastle nun ins Emirates Stadium zum FC Arsenal reisen und auch die natürlich kein unbedingt kleines Kaliber, sieht man auf dem Wappen bereits. Eine große Kanone erwartete da heute, naja, die Jungs aus dem Nordosten Englands. Momentan Tabellen 6, da liegt mit einem Spiel Rückstand auch auf Arsenal. Das heißt, man könnte diese heute überholen mit einem Sieg. Ob das Ganze klappen sollte, naja, wir werden sehen. Natürlich, die Arsenal-Fans wollten das verhindern, genauso wie Trainer Arsene Wenger, Trainer MGT auf der anderen Seite. Der spielte heute, naja, mit Rotationself natürlich mussten einige Spieler geschont werden nach dem Auftritt in der Champions League, der viel Kraft gefordert hatte. Allerdings hatte man nicht mit einer so veränderten Elf gerechnet. Wir gucken uns das gleich mal an und da fiel wirklich schon einiges auf. Man sieht da schon 2 Spieler, die man auf jeden Fall nicht erwartet hätte in der Startelf. Vielleicht sogar 3 oder 4. Wir schauen uns das einfach mal an, aber erst nach der Aufstellung von Arsenal. Chesney, Zabaleta, Chambers, Koscielny und Monreal hinten davor. Mikel Arteta, der die Fäden ziehen sollte. Ramsey, Pogba dann noch zusammen mit Alexis Sanchez, Welbeck und Santi Cazorla in der Offensive. Auf der Bank natürlich auch noch gutes Potenzial. Aber auch bei Newcastle war das nicht schlecht. Die Fans von Arsenal, die Gunners, die Gunners natürlich, die feuerten ihre Mannschaft hier wunderbar an. Allerdings Newcastle mit Trapp, Götz, Yanga, Miva, Rüdiger, Haidara, Anita, Smith, Oxlade-Chamberlain, Cabella, Ben Arfa und De Jong auch sehr gut aufgestellt. Und mit den Toons im Rücken sollte hier einiges gehen. Überraschend natürlich einmal Yanga, Miva, Götz und auch Smith war nicht unbedingt erwartet gewesen, aber er stand nun mal in der Startelf und das hier war sein direkter Konkurrent bzw. Kontrahent auf der anderen Seite, der den gleichen Job machte wie er, Mikel Arteta, der erfahrene Spanier. Es ging in die Partie und
und direkt nach 2 Minuten die erste Chance für Newcastle. Cabella über außen zieht gut rein, macht die Flanke auf De Jong, der ganz frei versucht mit dem Volley-Schuss, aber abgeblockt von Debuchy und dementsprechend nicht das 1:0 in dieser Situation. Aber es ging weiter mit Action von Newcastle. Hier zieht Sim De Jong in den 16er, steht frei vorm Tor von Chesney, aber er vergibt den Schuss. Viel zu schwach abgeschlossen, viel zu umplatziert, das ist kein Problem für den Polen. Es ging trotzdem immer weiter mit Offensivaktion von Newcastle. Es dauert allerdings bis zur 40. Minute, bis zur nächsten. Die Flanke von Ben Arfa und da ist De Jong mit dem Volley. 1:0, 40. Spielminute. Wunderbares Tor mit dem linken Schlappen reingeballert. Direktabnahme von Sim De Jong. Der Niederländer mit seiner nächsten Torbeteiligung, mit seinem nächsten Tor natürlich hier. Die tun es vollkommen aus dem Häuschen. Das war eine richtig schöne Bude von Sim De Jong, der wieder einmal beweist, wenn sie einen Ersatzstürmer brauchen, dann ist der auf jeden Fall da. Man muss nicht unbedingt auf Zlatan Ibrahimovic warten, der ja im Sommer zu den Magpies dazustoßen wird. Man kann sich das 100 Mal angucken, allerdings kann man sich auch aus Sicht von Arsenal die nächste Szene angucken. Ramsey hier mit dem Ball auf Monreal und der spielt wieder auf Ramsey, der jetzt mit dem Pass in die Mitte und da steht Alexis Sanchez. Der legt nochmal ab auf Pogba, Pogba mit dem Schuss und das ist das 1:1. Bitter, eigentlich eine gute Gerätsche da im 16er von Rüdiger, aber der Ball kommt halt zu Sanchez und weil Trapp gesprungen war und den Ball halten wollte, kann Alexis diesen Ball ins Tor bringen. Der Chilene mit seinem nächsten Saisontor war natürlich schön gemacht, aber wenn man sich das anguckt, dann war das schon relativ bitter. Hier sehen wir es nochmal. Der Schuss von Pogba in die Schussbahn gegrätscht von Rüdiger. Ja, und dann ist es halt das 1:1. Damit ging es in die Halbzeit bitter für beide Mannschaften. Die wollten hier beide siegen, um sich oben zu etablieren. Wie immer war es sehr eng in der Premier League. Und in der zweiten Halbzeit sollte es sehr eng weitergehen für beide Mannschaften. Oxlade-Chamberlain im 16er, der ehemalige Arsenalite, wird gefoult von Pogba, dem Neugunner. Und der kriegt den Elfmeter gegen sich vollkommen zurecht, zieht am Trikot, kriegt die gelbe Karte, auch noch zugesprochen. Oxlade-Chamberlain holt ja also den Elfmeter raus. Und bei Elfmetern, das ist der 5. in Folge, da sind sie ja normalerweise äußerst sicher und haben mit Cabella auch heute wieder ein äußerst sicher Schützen auf dem Platz. Ist natürlich der Standardschütze bei Newcastle. Ob er denn jetzt treffen sollte, das war so ein bisschen die große Frage. Er stand gegen Wojciech Szczęsny und man weiß, die schießen immer an die gleiche Stelle. Die Frage, tun sie es heute auch wieder? Und die Frage stellte sich natürlich auch Wojciech Szczęsny. Springt er auf Verdacht woanders hin oder will er den Ball mit Verdacht halten? Cabella gegen Szczęsny und er hält den Elfmeter. Tatsächlich, es bleibt beim 1:1. Das erste Mal seit Ewigkeiten ein verschossener Elfmeter von Newcastle und der sollte teuer werden, denn auf der anderen Seite Casor mit dem Ball auf Welbeck, der kann sich gegen die Verteidigung durchsetzen, glücklich gegen Yang Gambiva, gut gegen Anita und dann der Ball in die kurze Ecke, das 2:1 für die Gunners. Trapp sieht dann nicht gut aus, in der Torwart-Ecke geschlagen, da muss der Fuß eigentlich stehen, aber Welbeck macht seine Bude, der Engländer hier mit dem 2:1, auf der anderen Seite hätte Newcastle das 2:1 machen müssen und hier macht es jetzt Arsenal, schön gemacht von Welbeck und jetzt musste Newcastle anrennen, die konterten, denn Arsenal warf weiter vieles nach vorne, De Jong frei vorm Tor von Szczęsny, schießt den Ball aber am Tor vorbei, trotzdem spielt jetzt nur noch Newcastle und war das einzige Team, was hier noch Chancen hatte. Wir gehen in die nächste Szene. Wieder der Ball auf 7 De Jong. Der macht das da wunderbar. Kann draufziehen. Und wieder ist es Szczęsny, der den Ball wunderbar hält. Klasse Parade vom Polen. Der war heute gut aufgelegt. Das sieht man auch in der nächsten Szene. Cabella geht in den 16er, macht das klasse. Und wieder ist Szczęsny da. Kann den Ball halten. Und es dauerte tatsächlich bis in die 90. Minute. Und dann kam das. 1:1. Stand es mal, jetzt steht es 2:2. Oxlade-Chamberlain trifft gegen seinen Ex-Verein Ben Arfa. Mit all seiner letzten Kraft spielt den Ball gerade noch so rüber. Es war natürlich verdient, denn natürlich drückte Newcastle hier auf den Ausgleich und dementsprechend war das verdient. Bitter natürlich für Szczęsny, aber trotzdem verdient im Endeffekt. Letzte Szene dann nochmal eine Chance für Anita und dann liegt Oxlade-Chamberlain, der gerade noch das Tor gemacht hat, verletzt am Boden. Hier ohne Fremdeinwirkung hat er sich einen Krampf geholt, wird länger ausfallen. Ist natürlich bitter für Newcastle, nach Achillessehnenriss bei Alex Oxlade-Chamberlain, aber es änderte nichts mehr im Spielergebnis. 2:2 zwischen Newcastle und Arsenal. Für beide nicht ideal, aber immerhin ein Punkt. Wie kann man so schlecht sein und so uneffektiv schon wieder? Weißt du, gegen Everton machen wir 5 Tore. Ohne Sinn. Und gegen Arsenal kriegen wir selbst einen Elfmeter nicht rein. Das erste Mal seit Ewigkeit, dass ich einfach verschossen habe. Oh Mann. Und dann verletzt sich Oxlade-Chamberlain 2 Monate. Der hat sich in Oberschenkel gehalten, nicht die Achillessehne. Mann. So eine Scheiße hier. Motivieren. Ja, gut. Morrison, du wirst jetzt wieder öfter spielen, logischerweise, weil, ne, ist ja klar, wenn Oxlade ausfällt. Ist auch gut so, weil ich mag Morrison irgendwie mehr als Oxlade. Wissen wir ja auch alle, den will ich ja sowieso loswerden. So. Ich werde übrigens jetzt, ich sag's jetzt einfach mal so eiskalt, weil mir geht gerade alles auf den Sack. Ich werde den Loan-Glitch machen, den Potential-Glitch. Wir sind ja eben quasi in dem Let's Play vom Karrieremodus. Das heißt, ich werde mehrere Sachen zeigen. Es geht nur bei Spielern, ich weiß gar nicht, ob das da irgendwo funktioniert, beispielsweise bei Rüdiger, es geht nur bei Spielern, bei denen steht, na, hat das gewisse Etwas, hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das will ich erreichen. Ja?
So, und das geht nur mit, das, dieser Glitch geht mit Spielern wie beispielsweise mit ihm hier. Hat das gewisse Etwas, meine ich zumindest, dass es so ist. Den kann man dann ausleihen, nach ein paar Tagen zurückholen und dann hat er ein besseres Potenzial. Also sein Potenzial steigt quasi. Dann ist er auch hier, hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. So, das geht nicht mit Spielern wie ihm hier, die seit im Verein seit Blabla sind. Das geht nur mit, hier bei ihm beispielsweise, bei Jan Reinholz, zeigt großes Potenzial. Ich weiß, ich glaube, mit Benjana geht es gar nicht. Ich glaube, es geht nur mit Spielern, wo zeigt großes Potenzial steht. Mit denen funktioniert das. Und die kann man dann halt quasi wegwerfen und beziehungsweise kurz verleihen und dann zurückrufen und dann sind die besser. Ne? Also hat ein größeres Potenzial. Wie das laufen wird, ob ich das machen werde und so weiter und so fort, werde ich spontan entscheiden, weil es halt auch mit den Spielern, die wir momentan haben, nicht so gut geht, aber naja, mal schauen. Gut, wir gehen ins Spiel gegen Bayern als nächstes, ich bin mal sehr gespannt. Übrigens wird im Sommer wieder ordentlich ausgemistet werden, Leute, das könnt ihr mir aber glauben, hier wird alles wird wegkommen. Nach dem Motto, alles muss raus und wir werden auch wieder von unseren Jugendspielern Gebrauch machen dann, also wir werden uns wieder derer bedienen. Und ja, das war's dann quasi von diesem Video. Erstmal gucken nochmal ganz kurz nach hier, wie wir es momentan haben. Sehr schön, wir haben einen neuen Linksverteidiger. Er ist scheiße, den lassen wir mal frei quasi. Er ist auch kacke. Lassen wir mal da. Lassen wir definitiv noch da. Alto Belli ist im Sommer, dürfte der gut sein. Das heißt, wir haben einen neuen ZM. Avdic, ja, mal sehen. Und Jaja Dalin, auch mal sehen. Müssen wir wieder neue Spieler rankriegen, aber das schaffen wir bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten. Ach, die sind gar nicht unterwegs. Die werde ich in der nächsten Episode wegschicken. Bis dann, haut rein, wunderschönen Tag noch, ciao.